Das letzte Mal bei Watch Dogs. Ja, gefällt mir sehr, ja. Oh, großer Fan. Und go. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Er holt sich von Suchtkrankheit. Was? Bankkonto. Ich habe $200 geklaut. Ich habe $100 geklaut. Ich klaue einfach nur Geld von Leuten, die an mir vorbeilaufen. Ich laufe wie so ein Vollpfosten einfach mal so über die Straße. Nein, du sollst deine Waffe nicht rausholen. Verdammt nochmal, steck deine Waffe weg. Ich brauche ein Auto. Bist du mein Auto? Du wirst jetzt mein Auto. Raus. Gib mir dein Auto. Danke sehr. What is the do? Was? Was? Warum liegen in der ganzen Stadt Sprengfallen auf dem Boden? Was bist du? Trafo-Station. Oh, okay, ich hab die gehackt. Und stand aber daneben, klar. Ich bin voll Pfosten. Was will ich hier? Warum soll ich dieses Auto klauen? Ich soll mich im Auto verstecken? Ich glaube nicht, dass ich hier rein soll. Ich soll in mein Versteck. Da oben, ja. Hat so ausgesehen, als ob ich in meinen Wagen müsste. Keine Ahnung. Verdammt nochmal, hol ich immer deine scheiß Waffe raus. Das ist was dir immer die Schwierigkeiten bringt. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Es gibt Verletzte. Beeilung bitte. Tral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 a. Danke für dein Geld. EDOS-Scan autorisiert. Starte jetzt die Suche nach Verdächtigen. Hier ist kein Verdächtiger. Versteck. Lass mich rein. Danke, Zwischensequenz hat mich gerettet. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Okay. Stilpunkte erhalten. Das gefällt mir. Halten Sie die Türen gerade zum Öffnen und zum Schließen.
Ich kann ja nichts anderes. Musste ich ja machen. Ich hab mich gezwungen, das auszuwählen. Ja, ich soll mich wohl jetzt etwas ausruhen, oder? Schwachstelle erkannt. Was? Wenn Sie verstehen, wenn Sie ausruhen, ändert sich die Tragezeit, der Fokus und Ausgriff. Blablabla. Aber das war eine Verhandlungsstufe, okay. Wie lange will ich pennen? Ich bin ein gesunder Schläfer, deswegen 12 Stunden. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Garderobe. Ich will nicht klettern, ich will die Garderobe. Ja. Das ist deprimierend. Ein Audiolog. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordi Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Okay, ich würde mal sagen... Wow! Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Ich laufe immer noch mit meiner Waffe rum. Und dann nochmal, ich mach das immer wieder, es ist voll zum Kotzen. Immer hole ich meine scheiß Waffe raus. Gott verdammt nochmal. Kann ich das Ding irgendwie wegstecken oder sowas? Bitte. Ah, okay. Meine Güte. Nein, jetzt hast du sie nachgeladen, verdammt nochmal. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Okay. Hab da irgendwen gehackt. Scheiße, ich gehe jetzt über ihr, zu ihr rüber. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun.
Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Verdammt nochmal, hör auf! Interessant. Danke für die Musik. Scheint habe ich da so eine Nebenmission freigeschaltet, indem ich die Olle gehackt habe, die an mir vorbeigelaufen ist. Bankkonto. Ich klau einfach jedem das ganze Geld weg. Okay, er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Aha. Verbrechererkennung. Ein potenzielles Verbrechen erkennen, da reißen sie das Gebiet, benutzen sie den Profiler. Ich bin mit 20 eingestiegen. Ich muss den Kerl schnell finden. Aber er darf nicht misstrauisch werden. Blackjack. Danach waren es 40. Cool. Also zum Roulette. Ich wollte auf Rot gehen und schauen, was passiert. Aber kurz. Bankkonto. Estás dejando que se convierta en algo personal. Recapacita y piensen cómo debo verlo yo. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Du irrst dich gewaltig. Ich bin nicht fertig. Hau endlich ab. Ich schrei gleich. Oh, jetzt kriegst du's. Wir sind nicht fertig. Das sag ich dir. Wo zum Teufel sind die? Ich mach dich alle. Oh. Die Frau sein, die der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Oh. Okay, das war die erste gescheiterte Mission, wie es aussieht. Ich lass dich nicht entkommen. Ich bin nicht besonders stealthy. Scheiße, was habe ich getan? Ich hätte schneller sein müssen. Dann hätte ich sie gerettet. Ist mir egal, ich kenne die Olle nicht. Wir hatten beide Dreck am Stecken. Okay, jetzt habe ich Kampf, Hacken, Fahren, Hergestelltes. Natürlich Hacken. Zusatzakku. Füge ein extra Energiefeld hinzu. Geldautomarken Headboost. Halten Sie städtische Brücken zu öffnen oder zu schließen. Oh, verfügbare Skillpunkte. Oh, ich habe 4 Skillpunkte? Um Pollard auszu. Meine Güte, ich habe übertrieben viele Skillpunkte. Dann auch das und das. Ich geh voll auf Hacken, Alter. Hat jemand Geld für mich? Ein bisschen Asche. Danke für die 160 Dollar. Hey, hey, ich weiß, die Party läuft schon. Ist fast vorbei. Wo bist du? Du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Geh mir auf. Bin bald da. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos. Willst du lieber zu Nummer keine Karren. Ich kann sie mir einfach nehmen. Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. War vielleicht. Jetzt nur nichts ganz. Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz. Er lebt noch, oder? Hm? Ich brauche ihn lebend, Joyce. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell. Ich würde ihn abknallen. So, wo müssen wir hin? Und gut, aber hey, du willst ja nicht halt ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Gut, ich würde mal sagen. Moment, Auto auf Abruf. Achso, auch kein so.
braucht keine Sau. Ich habe genug Autos, die ich mir nehmen kann. An dieser Stelle möchte ich aber auch mal wieder einen Cut machen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Immer dann denken, just who. Bis zum nächsten Mal. Und